Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich bin sehr gespannt. Wir haben eine auf dem Papier, wenn wir raufschauen, eine ungewöhnliche Kombination. Clouseau und Deichkind zusammen, beziehungsweise Deichkind und Clouseau zusammen mit. Auch im Bentley wird geweint. Ich finde erstmal den Songtitel 10 aus 10. Ansonsten muss ich sagen, ich habe von Deichkind ultra lange nichts gehört. Ich bin mir sicher, viele von euch kennt vielleicht Deichkind gar nicht mehr. Wann war das? Vor 10 Jahren? Leider geil. War das vor 10 Jahren? Kommt das hin? Auf jeden Fall in meiner Kindheit, Jugendphase war Deichkind wirklich der heiße Scheiß irgendwie. Die haben wirklich, die haben Lieder rausgebracht und jeder kannte den Song. Leider geil, war so der größte, glaube ich, und es ist wahrscheinlich immer noch der größte. Und jetzt Clouseau, natürlich Clüsen, haben wir zuletzt irgendwie uns immer mal wieder was angehört auch. Und natürlich mit Elif, Mond unter anderem. Und bei Sing meinen Song fand ich ihn auch sehr stark. Und ich freue mich jetzt drauf, bei Auch im Bentley wird geweint reinzuschauen. Ich habe wirklich seit, ich glaube wirklich seit leider geil nichts mehr von Deichbrand, sage ich schon, von Deichkind gesehen und gehört. Deswegen freue ich mich drauf, wieder reinzuhören. Gerade mit Clouseau, ich bin immer offen für Neues, deswegen, falls noch Releases rausgekommen sind, wo ihr denkt, ah, macht Flo eigentlich sonst kein Video zu, packt es mal in die Kommentare, ich bin sehr gespannt. Und checkt natürlich gerne das originale Video ab, ganz oben in der Videobeschreibung. Ansonsten würde ich sagen, hören wir rein bei Auch im Bentley wird's geweint. Hier haben wir schon mal einen Bentley. Auch im Bentley wird geweint. Boah. Auch im Learjet fließen Tränen. Boah, okay, es ist schon geil, erstmal diesen Deichkind-Beat wieder zu hören. Das ist, bin ich gar nicht mehr gewohnt, sowas zu hören. Bin nur ein Mensch, das guckst du. So weit oben in den Wolken, kann es niemand sehen. Auch im Bentley wird geweint. Boah, der Beat ist wirklich schon direkt richtig, richtig geil, finde ich. Auch auf Mama siehst du Tränen. Clouseau passt auch gut rein. Hinter viel zu hohen Mauern kann es niemand sehen. Reich geboren, macht durch meine Straßen Sightseeing. Blick auf die Rolex, Zeit für eine Breitling. Ein Grundstück auf. Ich weiß nicht, ob's. Sightseeing, Blick auf die Rolex. Ich mag's nicht, wenn Leute Rolex sagen irgendwie. Das ist so ein Ick von mir, ich weiß nicht. Ich sag immer Rolex. Also nicht, dass ich das oft sagen würde, aus irgendeinem Grund, aber, oder? Zeit für eine Breitling, ein Grundstück auf der Sonne und Apollo war im Preis drin. Ich kauf keine Tickets, nein, ich kauf einfach Deichkind. Zum Zigaretten holen flieg ich via SpaceX und. Boah, ich finde das irgendwie so angenehm, die wieder zu hören. Ich hab die so lange nicht gehört, Mann. Holy shit. Sind die ganzen Mios dann verbrannt, sag ich okay, next. Stapel meine Goldbarren wie Haystacks. Wenn man's finanziell vergleicht, geht es Dr. Dre schlecht. Ich kenn nur mehr, mehr, doch mehr fällt mir nicht ein. Zeile. Nur ab und zu fühle ich mich leer, kann mich jemand heilen? Nein. Boah, echt, den Dude mit der tiefen Stimme habe ich immer geliebt, Junge. Der hat so eine krass tiefe Stimme, Mann. Ich kenne die, ich weiß nicht, ob ihr die Namen von denen überhaupt kennt, aber. Nicht ein, nur ab und zu fühle ich mich leer, kann mich jemand heilen? Nein. Sag mir, was mir fehlt, sei nicht so gemein, mein Herz ist nicht auf Stein. Auch im Bentley wird geweint. Boah. Irgendwie dieser Sound hat mir gefehlt auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob Deichkind weg war, ob die Pause gemacht haben, ob die, so wie LMFAO, die hatten auch Mega-Hits, waren dann weg. Oder ob die noch weiter Songs gemacht haben und einfach bei mir unter dem Radar waren. Aber ich find's geil, sowas wieder mal zu hören irgendwie. Es war echt, so ein Sound hat gefehlt so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Auch im Learjet fließen Tränen. Ich bin nur ein Mensch. Was guckst du? So weit oben in den Wolken kann es niemand sehen. Auch im Bentley wird geweint. Auch auf Marmor siehst du Tränen. Ich bin doch ein Mensch. Hinter viel zu hohen Mauern kann es niemand sehen. Ich hab Klopapier von Gucci, schneid Delfine in mein Sushi. Zerballer mir die Leber und die Spender sind nur Nutzvieh. Züchte Leoparden, Neonfaden, komm wir tätowieren ein Wal mit Laserstrahlen in meinem Garten. Digga, ich find's auch textlich strong, wie halt dieses Ganze, dieses, ah, den Reichen geht, diese Superreichen quasi, dieses so super doll übertreiben eben. Wisst ihr, wie sie so alles so übers Krasseste hinaus, wie nennt man das? Ja, übertreiben, aber wie ist das Fachwort dafür? Steigern einfach? Ich weiß es nicht, aber wie sie es halt so überdramatisch alles hier darstellen quasi. Leoparden, Neonfaden, kommen wir tätowieren ein Wal mit Laserstrahlen in meinem Garten. Ich muss nicht lange überlegen, kann jeden mit Geld überreden. Wolken ziehen auf, es gibt Regen, lass uns verschwinden aus dieser Gegend.
Wochenenden Einkauf in Shanghai, goldüberzogenes Lammfleisch. Ihr macht Urlaub in Tschechien, ich wohne über den Kardashians. Ich kenne nur mehr, ich wohne über den Kardashians auch gut. Nur ab und zu fühle ich mich. Viele wissen das nicht, aber das ist tatsächlich die echte Geschichte von Deichkind. Die erzählen gerade, das ist einfach Real Talk, was sie erzählen quasi. Ja, das ist einfach Real Talk. Er kann mich jemand heilen. Nein. Sag mir, was mir fehlt, sei nicht so gemein. Mein Herz ist nicht aus Stein. Auch im Bentley wird geweint. Ich finde den Beat ultra strong. Ich hätte mir noch fast ein bisschen mehr von Clouseau gewünscht an Anteil. Ich bin nur ein Mensch. Was guckst du? So weit oben in den Wolken kann es niemand sehen. Auch im Bentley wird geweint. Auch auf Marmor siehst du drin. Ich bin doch ein Mensch. Hinter viel zu hohen Mauern kann es niemand sehen. Bitte sag, dass der jetzt runterfällt. Fällt er jetzt runter? Fällt er jetzt runter? Also ich will nicht, dass denn irgendwas passiert natürlich, aber der sieht so aus, als ob er gleich runterdroppen würde. Aber jetzt können wir es eh nicht mehr sehen. Er fällt nicht mehr runter. Er hängt einfach nur da. Ich meine, besser ist es auch, besser ist es, ne? Ich will nicht, dass denen irgendwas passiert, so ist es nicht. Okay, also I guess, die haben noch Musik gemacht, hier geradeaus sehe ich gerade hier, habe ich auch nicht gehört. Ich weiß nicht, für mich war Deichkind irgendwie ein bisschen weg, aber ich habe auch einfach, vielleicht die nicht einfach weiter verfolgt und ist halt unter dem Radar gewesen, so keine Ahnung. Ich habe auch sehr lange Zeit Clouseau nicht gehört, so, wisst ihr, als Kind viel und dann irgendwie gar nicht mehr. Aber fand ich vom Sound her einfach mal wieder angenehm, mal was anderes zu hören. Es war richtig, hat mich an früher auch erinnert auf jeden Fall. Keine Ahnung, die haben immer so super crazy Musikvideos auch, crazy Outfits. Und die haben halt so ein einzigartiges Soundbild irgendwie. Das Einzige, ich hätte mir ein bisschen mehr von Clouseau noch gewünscht. Ich mag Clouseau sehr gerne, der ist hier so ein bisschen untergegangen hier und da, fand ich. Aber es hat auf jeden Fall Bock auf mehr gemacht und das Musikvideo war sehr ansehnlich. Und ich glaube, man kann da auch textlich noch viel mehr reininterpretieren, als ich es jetzt konnte beim ersten Mal hören. Ich habe mich auch einfach mehr über den Sound gefreut gerade, weil ich Deichkind lange nicht mehr gehört habe. War es einfach für mich mal wieder schön, bei denen reinzuhören, ja. Schreibt mir gerne rein, falls irgendwelche Tracks rausgekommen sind, die ich mir noch anhören sollte. Dann lasst mir das gerne wissen. Ansonsten, Freunde, würde ich natürlich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt alle so fresh und gut aussehend wie immer. Und ja, ciao.